schneller. Ja. Das Essen wäre es nicht gewesen, aber das Auslüften hinterher. Ui, oh, ui. Zapalettchen. Hier. So. Blue Barbecue, Alli-Hallöchen. Nein, Michael, bin ich nicht auf dem Lunser. Und der Pierre Probst, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Oje. Oh. Oh. Boah. Schönen guten Abend. Bin ich kaputt. Ja, ich auch. Ich habe nämlich vorher noch eine schöne Runde mit dem Möppi drehen müssen. Und dann habe ich erst was gegessen. Und dann musste ich mich natürlich nach dem Essen noch auslüften. Genau. Manu hat dann noch gesagt, Thumbnail machen, Foto machen. Das habe ich auch total vergessen. Also, total daneben heute. Total daneben. Fabian, hallihallo. Kann passieren. Oh. 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 Ihr wisst jetzt, was kommt. Mein Bild hängt wieder. Jeden Tag dasselbe. Oder jedes Wochenende dasselbe. Am Wochenende jeden Tag. Hey, der Waschi ist auch schon da. Hallöchen. Naja. Endlich Wochenende, ja. Ja, die Pfälzis, Manfred und Doris. Hallihallo. Hallo ihr beiden. Ja, endlich Wochenende. Ja. Das Wochenende des Lunzer-Seminars, wo ich wieder mal nicht dabei bin. Weiterhin Kaffee bekomme ich Lust auf eine Pina Colada. Okay. Büropapa, hallihallo. Ah. Waschi. Oh, Der hängt auch ganz komisch. Strohhalm. auf alle Fälle habe ich eine richtig schöne eine Runde gedreht mit dem Möppi. Aber soweit ist es jetzt einmal doch fast zufriedenstellend gelaufen. Ich glaube, das habe ich in den letzten Videos immer gesagt. Plastikstrohhalme, ja. Aber solche Strohhalme, wo dick und fest sind, wo man hinterher wieder durchspült und sauber macht. Ja. Ja. Genau. Silvia, Hallihallöchen. Hallo Silvia. Heinz Stretter, auch dir einen schönen guten Abend. Möppi läuft soweit. Hatte ich Teile bestellt, die heute verbaut, vergasermäßig. Und ich muss sagen, ich bin doch fast zufrieden. Bis auf das, wer die Videos angeschaut hat, weiß, ich habe ganz unten, wo die Ansaugstutzel auf den Kopf gehen, habe ich die Ohrringe getauscht. Und da hatte ich auch damals schon im Video gesagt, die kommen etwas dünn vor, hoffentlich wird es dicht, bla bla bla. Ja, heute habe ich festgestellt, die sind doch nicht dicht. Muss ich mir doch originale Ohrringe bestellen. Naja, und wieder alles runterreißen. Aber soweit ist es gut gelaufen. Ja, ich habe mir auch Teile bestellt. Hoffe, die passen und sind gut. Bin schon gespannt. Ja, aber dafür kommt heute noch ein Video. Ein leckeres Mampf-Video. Manu-Mampf-Video. Wer billig kauft, billig, was heißt billig? Ja. Es war halt angegeben, da, so billig ist der Laden auch nicht.
dass die passen sollten. Mein Gott. Von wegen Wochenende, morgen ist Vollschluss angesagt. 6 bis 11 Uhr Wischiwaschi machen. Danach Konfirmation von meiner Nichte, ihrer Großen. Und 85. Geburtstag. Stress pur morgen. Ja. Okay. Das glaube ich, dass Stress pur ist dann. Tja. So ist es halt. Naja. Aber wenigstens läuft jetzt die Vergasergeschichte. Es hört sich nach Hoff gutem ich. Essen an. An wenigstens lecker ein Futter, Waschi. Jo. So schaut's aus. Puh, was gibt's sonst Neues noch? Frickholz Barbecue, hallihallo. Wie geht's uns beiden so? Fabian, hockst du wieder irgendwie auf den Ohren? Hast du irgendwas in der Ohren drin stecken? Ich empfehle ab und zu mal Ohrenschmalz rauszumachen. Wie es uns geht. Uns geht es soweit ganz gut. Iffel, Hallihallöchen. Guten Abend, Iffel. Halbe Kinderportion, ja. Heute kommt wieder ein neues Futtervideo. Was steht denn da für ein Datum drauf? 17.04. Also ich habe nächste Woche Termin. Ja. Oh. Ein Tag vorher habe ich Termin. Hä? Am 16. Auch beim Ohrenarzt? Nee, nee. Ganz woanders. Ja, das interessiert aber nicht. Da wird nichts dazu gesagt. Okay? Ja, ja. Jo. Eieieiei. Hängt der Fabian wieder eine Stunde lang im Video hinterher, oder was? Dann kommt da mal wieder ein Video raus. Ja, 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 ja. Ja. Du mich auch jetzt. Heiliges Blechle. Ein Video streichen. Denselben Zettel habe ich letztens erst geschrieben. Der ist weg. Ich habe heute hier alles durchgeschaut. Der Zettel, wo ich das Zeug, die Videos aufgeschrieben habe, weg. Ungefähr genau dasselbe draufgeschrieben. Weg. Und wie viel haben wir heute? Und den 12.04. 12.04. Das gehört auch noch hier dazu. Silvia. Ach, die nächste Trolle. Schlimm. Nahe Hütte. Oh, vielleicht nächste Woche, dass er mal wieder ein Video kommt. Aber ich glaube, das Wochenende wird es nichts mehr. Ja, Fabian, wenn du die Einladung angenommen hast, bist du selber schuld? Definitiv. Ja, oder vorher satt essen. Oder du packst dann so eine Warmhaltebox aus
wo schön Fleisch drin ist, weil dann kannst du das vegane Gemüsezeug als Beilage essen. Dann ist es wieder gut. Gemüse ist lecker, aber nur als Beilage. Oder ein paar Landjäger in der Tasche. Ja. Heiligsblechle, der hat wieder Halben Cocktail nach Probleme. Box. Auch gut. Immer was zu essen dabei haben. Was zeigt der mir an hier alles? Oh yeah. Leute, habt ihr schon mal auf den Tacho geschaut? Unglaublich, unglaublich, die Leute wieder. Besonders der Waschel. Was machst du da mit meinem Video? Gar nichts, hängt schon wieder. Wollte ich nur wieder vernünftig machen, Mensch. Aber bei mir kommen viele Smileys an. Michel, tu nicht so unschuldig. Wer ist Hä? Michel? Keine Ahnung, wen die Ach meint. so. Ja, morgen muss ich auf alle Fälle wieder eine Runde Möppi drehen. Und übermorgen und überübermorgen. Jeden Tag geht's wieder, ob das Ding auch dauerhaft halbwegs ordentlich läuft. Tja. Nervt mich das alles. Dauert es sozusagen ja so Ja. ungefähr. Auf dem Handy ja, auf dem TV kein Smileys. Okay. Ja, um mitzuschreiben, musst du ja eh das Handy in der Hand haben. Tommys Barbecue at Live, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Oder die Funktastatur. Oder die Funktastatur. Keine Ahnung, wie man es macht. Am Fernseher wird, glaube ich, der Chatverlauf gar nicht angezeigt. Ne? Oder? Doch eigentlich schon. Wird am TV der Chatverlauf angezeigt? Patrick Wurskulasch, Mahlzeit. Dann smile ich jetzt selber. Ah. Hallo Easy, einfach mitschreiben. Hallo Easy. Ja. Schönen guten Abend. Oh Gott. Oh ja, auf alle Fälle heute den ganzen Nachmittag wieder in der Garage verbracht. Ich meine 22.900 Schritte gegangen nach der Arbeit. Hättest du ja Moped hinten festhalten können, was meinst du, wie viele Schritte da gemacht hättest? Tja.
Genug, oder? Also wie schnell du da gelaufen wärst. Waschel, der Zug ist abgefahren bei dir. Tja. Oh je. Naja. Was machen wir heute noch? Nix. Nix. Fernsehglotzen, Haier machen. Aschel. Geil. WhatsApp. WhatsApp Eis. Auch gut. Ja. Mich wundert sehr, dass der Alex nicht da ist. Der hat mir extra gefragt, ob ich um 8 live bin. Da habe ich gesagt, ja. Ich weiß nicht, irgendwo wieder hängen geblieben. Beim Essen irgendwo wieder hängen geblieben. Steffen, hallihallo. Sophia ist auch nicht da. Meistens ist sie sonntags da. Der Eiskaffee tut jetzt richtig gut. Joch. Was könnte man jetzt heute eigentlich noch so quatschen? Viel. Heute war noch richtig schönes Wetter. Bei uns 20 Grad. Ja, Garage war Türe offen. Und ich habe nicht gefroren. Cool, ne? Jo, krass. Soll ja das ganze Wochenende ja schön sein. Und viele spazieren. Ja. Grillen würde ich sehr gerne. Hier in Hamburg hat es geregnet, ganz zufällig. Na, sowas aber auch. Hier war den ganzen Tag nur Sonne. Ha. Ja. Was liegt denn an am Wochenende? Wird doch tolles Wetter. Ja, das wissen wir auch noch nicht so genau. Ich habe ja auch nicht gewusst, ob ich Möppi fertig kriege oder nicht. So weiter mal. Aber eventuell einmal Garage aufräumen. Das könnte ich mir vielleicht mal antun. Niklas, guten Abend. Hallo Niklas. Eine Radtour. Bin ich lieber zu Fuß unterwegs. Ah, mir tut mein Hintern so weh. Ich schieb mein Fahrrad lieber. Ja. Möppi klingt für mich immer noch was anderes. Immer noch was anderes. Ich räume, wenn dann meine eigene Garage auf. Morgen Sommerreifen wechseln, ja. Tja. Da brauche ich erst einmal noch 2 neue. Das ist erst einmal zum Kotzen. Weil die muss man wieder löhnen. Zum Glück kann ich Allwetterreifen. Oh.
Tja, Allwetterreifen. Ich hatte mir schon so einige Antworten zurechtgelegt. Hä? Ja, bei den Kommentaren. Ach so. Oh. Naja, es gibt Leute, die meinen, die Form ist Geldverbrennung. Da bin ich definitiv anderer Meinung, weil man hat die Dinger ewig. Sie sind richtig schön dick und richtig geil und man kann damit was anfangen. Und ich bin hochzufrieden mit den Teilen. Ich bin froh, dass ich mal die Meteoripper 3000 gekauft habe. Punkt. Ihr habt noch schöne Locations vor der Tür. Tja, Michael. Da muss man dann aber auch erst einmal die Lust dazu haben. Und die Zeit dazu. Ich weiß es nicht, was wir machen. Das entscheiden wir kurzfristig. Vielleicht schauen wir uns ja morgen auch eine Burg an. Oder mehrere. Oder wir gehen in fünf Zoos. Drehen in Deutschland runter und gehen in Zoos. Ich weiß es noch nicht. Ja, Waschel. Ich auch. Komm nach Hamburg, ja, endlich soweit wäre. Ja. Faule Faul Bande. sind wir nicht. Ich brauche die Form nicht, da kann ich auch ohne Silikon. Iffel, das habe ich damals auch schon mal probiert. Solche Rips selber zu machen, aber du kriegst sie nie so schön und so geil hin wie mit den Formen. Definitiv. Definitiv. Und du weißt ja, wenn man mal mehrere machen will, dann friert man sie ein, die erste Ladung, tut's raus, tut's einpacken und dann kann man die nächste machen und dann kann man sich einen Vorrat anlegen und dann kann man die mitnehmen zum Grillen. Und dann kann man die direkt auf den Grillen Bin aufschmeißen. gespannt, wann die im Lidl oder Aldi kopiert werden. Ja, das kann passieren, ganz schnell. Ja, es kann ganz schnell passieren. Ja. Aber lieber eine YouTuber unterstützen, finde ich besser. Metzger, eine Bratwurst bitte? Hä? Mag ich nicht nur Natur. Naja, kommt drauf an, was für Silikon und wo es drin ist. Oder Lebekäse, McRib, ja, zum Beispiel. Ach, da kann man so schöne Sachen Ja. mitmachen. Kann man sogar Kuchen drin backen. Ja, ich denke, da werden mit der Zeit dann schon ein paar Sachen kommen. Ja. Wenn ich, natürlich wieder Mad Ribs mache, die nächsten, die verfilme ich dann natürlich nicht mehr. Aber Brownies, ja. für uns jederzeit gerne wieder. Jo. Und ich kann mal die machen, wann ich will
und muss die nicht erst die Patties im Internet bestellen, einen Haufen Geld dafür zahlen. Nein, ich hol mir mein Hack, wo ich will, und mach mir die Dinger selber. Tja. Ja, oder auch einfaches Hack. Je nachdem, ja, was man dazu nehmen möchte. Hm? Aber ich weiß dann, was das für Hack ist und wo es herkommt. Das Kilopreis ist 18 oder 19 Euro. Das Kilopreis vom Hackfleisch. Wenn ich das richtig gelesen hatte. Ja, aber es wird im Facebook gerade sehr hoch gehypt. Oh. Kein Schweinefleisch. 18 plus Versand und Verpackungsmüll. Bei Kaufland gibt es Sandwich-Buns. Also die Brötchen, was wir gehabt haben, waren vom Kaufland. Ja. Und die Sandwich-Buns habe ich noch nicht gesehen. Sandwich-Buns. Wenn du das nächste Mal da hinkommst, machen wir doch ein Foto davon, was du meinst, und schick mir das Essen. Wenn, würde uns mal interessieren. Ja. Besser geeignet wie die Hotdog-Brötchen. Ja, wir haben nur Hotdog-Brötchen gesehen. Ja, aber das waren die guten. Ja. Ja. Also die waren... Die Brötchen, was wir da gehabt haben, die waren echt gut. Gibt's es beim Rewe auch? Haben wir bestimmt auch mal gesehen. Sind wir vorbeigelaufen, bestimmt. Die Buns vom Koffel sind lecker, ja. Die waren richtig gut. Und das Geile war halt, dass der Rip außen aus dem Bun rausgeschaut hat. Das fand ich richtig geil. Wohl ein bisschen mehr Soße hätte ich mal draufhauen können. Das stimmt. Es wäre wahrscheinlich noch leckerer gewesen. Es wäre eine richtige Sauerei geworden. Es war auch so schon eine Sauerei. Ich habe es ja gleich beim ersten Bissen geschafft gehabt, mich voll zu sabbern. Das stimmt. Gott, das wäre mir Nase juckt schon wieder. Jo. Und was machst du da? Oh, niesen. Ja, ja. Du machst wieder Sachen. Keine Ahnung warum. Jetzt labern wir und quasseln und erst eine halbe Stunde. Also heute vergeht die Zeit gar nicht. Das ist ein Riesler, Kriegholz. Ein richtiges Schweinefleisch, oft leckerer als Rind. Muss jeder für sich selber entscheiden. So sieht es nämlich aus. Das aber Doni. Schönen guten Abend. Auch mal hallo. Hast wieder verschlafen oder was? Das ist ja unglaublich, dass du auch noch reinfindest hier. Oder beim Essen gerade gestört. Unglaublich. Erst nach Hause gekommen, okay. Ah, ja.
die üblichen Ausreden. Markus, hallihallo. Tja. Puh. Was könnte man jetzt noch quatschen? Quatschen? Also ich habe kein Thema mehr heute. Nee. Nee. Anstrengender Tag heute gewesen. Ja, abgekatscht und ausgekaut. Ich bin im Begriff, mein... Was? Meine kleine Hausmetzgerei aufzulösen. Hat jemand Bedarf, Interesse an einem 29 Liter Einkochvollautomaten von Weg? Weg W35. Waschel, dafür gibt es eBay Kleinanzeigen. Was fällt hier noch jemand? Hä? Hobby Schmidt. Der war auch nicht da. Ah. Ja, Hobby Schmidt fällt ja auch noch. Tja. Ich hab gesagt, dass ich ein bisschen Schädelweh habe heute wieder. Ja, normal bei dem Wetter. Hm. Wetterwechsel. Und ich habe wieder so viel Abgase geschnüffelt. Hm. Ist ja ziemlich lang gelaufen, das Mappy da unten. Wie macht man in der so Werkstatt. Was? Hä? Abgase schnüffeln, wie macht man das? Ach, du kniest dich hinter das Mappy hin, wenn es läuft, und dann machst du... Ach so. Ja, geil. Oh. War es besser, hä? Oh. War es gut? Ja. Das dröhnt voll rein. Was? Michael, mach endlich dieses scheiß rote Herz weg. Muss vor dem Livestream. Was? Was kann ich dafür? Beschwer dich bei YouTube, nicht bei mir. Erst einen guten Fleischwolf. Ja, ja. Muss man vor dem Live entfernen? Wie geht das zum Entfernen? Keine Ahnung. Hab ich auch. Nein, kann man selbst entfernen, hä? Okay. Okay. Keine Ahnung. Oh Gott, jetzt machen sie ja Verkaufsschau drauf. Leider erkältet daheim. Bin leider erkältet daheim, hab so Lust auf ein Eis. Tja, da geht mir in die Gefriertruhe und holt sich eins. Ja. Marschall, da hast du einen Wolf gelaufen. Schoko-Eis. Oh, Leute. Ich schreibe mit, würde ich auch nehmen. Oh. Was letzter Preis? Ja, jetzt fangen die alle an, Maschine, oh. Große Kutter. Oh. Man kann ja dabei was anderes gucken. 3 Liter. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Die machen hier wieder Sachen.
Fabian Joghurt. Naja, mein Geschmack ist auch nicht Joghurt. Joghurt-Eis. Mit Tiff? Ui. Oh Gott. Heute getestet, war lecker. Die Ghostbuster Pizza. Ja, ich habe leider keinen Platz für irgendwas momentan. Nee. Absolut ganz und gar nicht. Puh. Also mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Ich weiß auch echt nicht mehr, was man quatschen soll. Deswegen bin ich schwer dafür, dass wir Feierabend machen heute. So geht es mir auch, Micha. Franzen, Eis, Joghurt. Keine Ahnung. Der Film ist unterirdisch, okay. The Frozen Empire. Und war ja gut. Nee, er hat jetzt geschrieben unterirdisch. Der will Swashes Ding sehen. Hab mir vorher überlegt, reinzugehen. Hm. Oh. Den Preis mit dabei. Die unterhalten sich gerade gut untereinander. Da kannst du ja mitlesen dabei. Und ich gehe zum Lüften. Ah, oh. Oh, dieser junge Mann. Wirklich. Jetzt komme ich. So. Ich mal hier. Wie lange war ich nicht mehr im Kino? Oh, das sind auch ein paar Jahre schon. Junger Mann, nee, okay, Doris. Alles gut. Wenn ich was anderes sage, ist er immer beleidigt. Anderes Thema jetzt. Ich bin nicht schuld, oder? Doch. Hä? Warum bist du dran schuld? Oder doch? Das gleiche wollte ich auch gerade fragen. Ich muss aufpassen am Stuhl. Keine weiße Hose tragen. Warum das? Schatz, was hast du mit deinem Stuhl gemacht? Hä? Was hast du mit deinem Stuhl gemacht? Ich soll hier keine weiße Hose tragen. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, das ist wieder geschrieben, der Waschel. Nee, nee. Der ja, Iffel. Dann. Der Iffel. Aha. Doch irgendwas.
Einer ist immer schuld, ja, natürlich. Ich bin auch immer an allem schuld. Heute war ich auch ganz gemein. Ich komme von der Arbeit, gab es keinen Kaffee, ich habe nicht gekocht heute. War ich auch dran schuld. Ich habe ein paar Bockwürstchen und ein Semmel mitgebracht, das war's. Doch, doch, muss ich. Hinsetzen. Oh, hast du keinen Bock mehr? Ich will Du eigentlich bist nur noch in mein müde. Bett. Du bist müde. Bist du heute Morgen aufgestanden? Hä? Bisschen später als ich, ja. Hör auf mich zu kneifen! Ja. Ich um 10:49 Uhr, ja, war ich schon längst unterwegs. Fabian, schönen Abend noch. Junger Mann. Sag was, müde Mann. Hä? Ich bin gerade gar nichts mehr. Nee. Ich sage, ich bin Maus kaputt. Ja. Ich wollte gerade was sagen, aber ich lasse es lieber. Aufwachen um 5 Uhr Arbeitszeit, 7:08 Uhr. Boah, das ist schon heftig, ja, Eiffel. Und sich will hinsetzen. Ich habe noch gar nicht in meinen Schuh reingeputzt. Ah, aber jetzt. Ja, dann mach schon mal. Oh. Halt! Halt! Nimm doch bitte das auch gleich mit. Danke. Waschel ist in der Badewanne und spielt mit seinen Enten dahin. Ja, Ja. wäre möglich mit zu viel Abgase. Puh. Möppi ist auch eine ganze Weile gelaufen. Aber ihr könnt ja hinterher, wenn wir Feierabend gemacht haben, noch das Video angucken, was heute kommt. Definitiv.
Schade, dass das Matt Rip-Video bloß 1476 Aufrufe hat. Das wäre was, das müsste 100.000 Aufrufe kriegen. Ja. Matt Rip. Video 750 von mir. Ach so, das Video, was heute kommt, das kann ich ja jetzt noch nicht verraten. Es wird ein gefälschtes Video. Ein ganz falsches, gefälschtes Video wird es heute. Was? Ein ganz falsches, gefälschtes Video wird es heute. Oh. Nö. Doch. Doch. Aber mehr kann ich da jetzt wirklich nicht dazu verraten. Das habe ich gemacht. Aber trotzdem lecker. Ja, definitiv. Oh, jetzt haben wir es doch noch 50 Minuten bald rausgezogen, das wie den Stream. 45 Minuten haben wir schon voll. Ja. Ja, wir müssen es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir müssen es jetzt nicht unbedingt in die Länge ziehen. Und darum täte ich sagen, machen wir Feierabend. Definitiv. Für heute. Und dann gucken wir mal, ob uns für morgen irgendwas einfällt. Jo. Oh. Also Leute, dann würde ich mal sagen, einen wunderschönen guten Abend noch. Und morgen Abend um 8 Uhr wieder. Pfeift euch heute das Video rein. Viel Spaß dabei. Ich werde es nachher jetzt gleich freischalten. Jo. Ich habe einfach so einen Schädel heute auf. Das bringt nichts, wenn wir da jetzt noch sinnlos weiterquatschen. Jo, in dem Sinne sage ich kurz Nächte, Tschaikowski, danke fürs Zugucken und wir sehen uns ja morgen Abend wieder. Morgen gell? Uhr, 20 Uhr. Jo, und vielleicht haben wir ja morgen irgendwas unternommen, wovon man dann berichten kann. In dem Sinne, bis denn. Ciao, ciao.